So. Wall-Türsteuerung aktivieren. Stand within circle. Vault 111. Möchtest du was ändern? Name, Special Attribute ändern. Aussehen verändern. Fertig. Verlasse den Vault. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Und danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden haben. Das hell. Es ist alles zerstört. Nichts ist mehr, wie es mal war. Nach dem atomaren Angriff. Es ist nur noch ein einziges Ödland. Alles kaputt. Obwohl die Aussichten trotzdem echte Hammer sind. So, wir haben es geschafft, aus der Vault 111 zu kommen. Na, ihr habt auch schon bessere Tage erlebt. Entschuldigung. Cola-Flasche. Molotow-Cocktail. Um Granaten zu werfen oder Minen auszulegen, rüste sie über den Pip-Boy aus und halte L alt gedrückt und lass wieder los. Okay, Red-X. Glasschale, her damit. Stimpak Red-X. Blutpaket, nehmen wir auch mit. Vault 111 Aufzugsknopf. Der scheint nicht zu funktionieren. Ordner, Schraubenschlüssel. Aber ich denke mal, früher oder später, oh, noch eine Nuke-Cola, wird er wieder funktionieren, denn wir müssen da nochmal bestimmt runter. Denn da haben wir das eine Gerät noch liegen. Überall Knochen. Skelette. Redway. Ja, die Vögel scheinen überlebt zu haben. Sind die auch radioaktiv verstrahlt? Müssen wir aufpassen. So. Gibt's hier irgendwas?
Nichts außer Öde und kaputte Sachen. Greif mich an und du bist tot. Auch alles kaputt. Was haben wir hier Schönes? Tischventilator, her damit. Quam. Sitzen wir aber nicht. Kaffeekanne, Tassen, ein kaputtes Terminal, 10mm Patronen, Aschenbecher, her damit. So, wir sollen nach Hause gehen, aber wir schauen uns noch ein bisschen um. Wo geht's hier hinten lang? Haben wir hier noch irgendwas? Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das wäre fatal. Drücke L-Shift zum Sprinten. Das haben wir schon gemacht. Denn die Steuerung ist ja gleich geblieben wie bei Fallout 3. Geht's hier denn lang? Oh, was ist das? Hubblume können wir ernten, sehr schön. Können wir bestimmt irgendwas herstellen damit? Eieiei. Hier geht's auch richtig tief rein. Ich möchte jetzt nicht zu weit weggehen. Bleib mal auf dem Pfad. Damit wir auch den Weg gleich wieder zurückfinden. Ja, das war's auch schon mit dem Pfad. Oh. Da hinten ist was. Ja, da möchte ich mal nicht hingehen. Ich denke mal, dass wir uns mit denen noch nicht anlegen. So, wir gehen einfach wieder zurück. Was war das? Wow. Maus Rattenleder, Maus Fleisch, Maus Rattenzähne, jawohl. Die rücken wir einfach raus, komm her. Komm hier aus der Erde gesprungen. Schlagstock sieht aus. Dankeschön. Wenn das mal nicht eine Aussicht ist. So. Ich glaube, wir mussten wieder hoch. Oh. Noch mehr Hubblume. Jawohl. So, hier haben wir unseren Pfad wieder. Dann gehen wir jetzt mal Richtung nach Hause. Die ersten Feinde haben wir erfolgreich erledigt. Prepare for the future. Das war mal. Hast du dich auch noch für den Tag des Endes hübsch gemacht? Ach, das wollte ich nicht. Schlammbohne. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Hubblume. Oh, was ist hier? Blutblatt. Ist das Wasser eigentlich? Das müsste ja eigentlich noch radioaktiv sein, oder? Möchten wir uns nicht zu lange drin aufhalten? Da ist irgendwas im Wasser.
Ach, ein Dreirad. Okay. Dann können wir zurückgehen. Entdeckt. Chingchui. Erfahrungspunkte. Sehr schön. So, da sind wir wieder in unserer Heimatstadt, Heimatdorf, wie man das auch nennen will. So, hier hinten haben wir gewohnt. Das ist doch... Kann nicht sein, das ist doch Cotsworth, oder? Cotsworth, Cotsi. Das kann nicht sein. Er hat überlebt. Sprich mit Cotsworth. Was ist passiert? Alle sind tot. Das kann nicht sein. Du bist noch hier. Oh mein Gott. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein? Wovon reden Sie überhaupt? Sie wirken verzweifelt. Vielleicht kann Ihre Frau Ihnen eine dieser Umarmungen anbieten, die Menschen so mögen. Ach ja, wo ist denn Ihre bessere Hälfte? Und hier sehen wir noch gerade die Brille, die wir uns vor uns aufgesetzt haben. Aber die passt nicht wirklich. Sie haben sie getötet. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal halten die Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir doch zu überlassen. Wie schwer es ist, jemanden zu überreden, erkennst du an der Farbe. Gelb einfach, orange, mittel, rot schwer. Um deine Überredungskünste zu verbessern, erhöhe dein Charisma. Dann versuchen wir das mal. Alles klar. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnt. Aber atomaren Fallout. Aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja,
ist alles geschehen. Heisch hat's hinzugefügt. Holoband? Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. So, wir haben ein Holoband bekommen von Cotsworth von unserer Frau. Das hören wir uns gleich mal an. Und vorher sollen wir mit Cotsworth die Gegend untersuchen. Wow, fliegen. Oh, da sind uns einige XPs entgangen. Alles kaputt. Hier haben wir noch eine Fliegemaus. Cotsworth. Sir, Ihre Frau und der kleine Sean, die sind nicht hier. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke, aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Sieh dich in Concord um. Vorher möchte ich mich mir ein bisschen umgucken. Ah. Oh, eine Waffe, sehr schön. So, wir wollten ja noch das Holoband uns jetzt mal anhören. Vorher holen wir uns noch hier Playfliegenfleisch. Gefallene US-Flagge. Safe. Entsperren Einsteiger. Schloss knacken. Bewege die Maus, um die H-Klammern zu positionieren. Mit A drückst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt du auf einen Widerstand, lass A los und positioniere die H-Klammer neu. Dann probieren wir das mal. Cool. Sehr schön. Munition, Golduhr, Impro-Pistole, Schrotpatronen und Vorkriegsgeld.
Der erste Tresor also erfolgreich geknackt. Holzblock. Schwärmlose Tischlampe. Draußen ist auch noch was. Das Haus ist komplett kaputt. Quam. Alles mitnehmen, sehr schön. So, jetzt hören wir uns erstmal das Holoband an. Inventar. Im Inventarreiter kannst du Gegenstände zu Favoriten machen, indem du Q drückst. Wenn du Rüstung trägst, erhöht das Schadensresistenz gegen bestimmte Schadenstypen gegen andere Rüstungen. So, da haben wir die Waffe, die wir gerade gefunden haben. Sieht etwas lustig aus. Was haben wir denn hier? Melone ernten. Das ist ja cool. Flaschenkürbis. Heißt das, dass wir auch selber Sachen anbauen können und ernten können? Wäre natürlich cool. So. Gucken wir uns hier mal um. Haus ist kaputt. Das Haus ist auch kaputt. Und in dem waren wir gerade. So, gucken wir mal hier rein. TV-Dinner-Tablett. Sturmfahrzeug. Her damit. Wir klauen uns alles zusammen, was nicht nagelfest ist. Löcher. Für was auch immer wir das brauchen. Zigarettenkiste. Fernseher. Nützt uns eh nichts. Oh. Kronkuchenvorrat. 20 Stück. Klebeband. Malpinsel. Auch nichts. Oh, Munitionskiste. So, dann sind wir hier durch. Gehen wir mal zum nächsten Gebäude. Einkaufskorb. Und den Napf. Ach, hier haben wir den ersten Angriff gehabt. Toaster. Kaugummi. Nukola. Leere Milchflasche. Fleisch und Bohnen. Können wir bestimmt essen. Wir müssen es aber vorher zubereiten. Ich denke mal, das wird radioaktiv verseucht sein. Red Eggs. Eine Schere, die können wir aber nicht nehmen. Warum auch immer. Okay. Maus, Rattenzähne. Da hat jemand schon mal welche gebungert. Ein fröhlicher Kürbis. Plastikkürbis. Schachtelzigaretten, Silbergabeln. Oh, und hier steht ein Safe. Hier waren wir schon. Die ist leer. Safe. Entsperren Einsteiger.
Dann versuchen wir mal unser Glück. Schön. Erfolgreich geöffnet. Patronen, Blutpaket. Buff-out, Impor-Pistole, Schrotpatronen, Silbertafellöffel, Vorkriegsgeld. Alles unseres. Und das alles mit einer Haarnadel. So, das Haus ist auch komplett zerstört. Da kommen wir nicht rein. So, unser schönes Auto. Nichts mehr übrig geblieben. Teekessel, Toaster. Wenigstens der Toaster ist noch geblieben. Auch der Garten, nichts mehr übrig. Eieieiei. Hundenapf. Tor schließen, damit keiner reinkommt. So, was haben wir denn hier? Cognac der Barbar. Verdammt nochmal, ja. Cognac der Barbar. Du hast eine Ausgabe von Cognac der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Sehr schön. Was können wir hier? Können wir noch gucken? Und drehen, heranzoomen, wegzoomen, Enter nehmen, Kaffeedose, leere Milchflasche, Babyflasche, Brotkasten, Pfeffermühle, Salzstreuer, Soßenpfanne, Deckel, dann können wir immer hin unterwegs kochen. Dreieckige Falle-Us-Flagge. Die ist wenigstens noch da. Im Gegensatz zum Diplom. Und hier haben wir mal einen Hundennapf. Wir haben ja da stattdessen einen Klobus. Dann nehmen wir den. Und hier ist. Oh, Haarklammern 4 Stück. Sehr schön. Und hier ist der Ort, wo alles begonnen hat. So, hier war noch alles schick. Hier stand noch Nora, unsere Frau. Und jetzt ist sie tot. Mr. Handy Treibstoff, nehmen wir mit. Marvus Rattenzähne, im Trockner, noch klar, besser als im Kühlschrank. Kronkorken, Zigarettenkisten. Klar, in der Waschmaschine, deswegen rappelt das immer so. Wer kennt es nicht? Bleistift. So, wo haben wir Aufstellbilder? Aber kein einziges Foto von unserer Frau und von Sean. Das ist natürlich traurig. Abstellkammer gibt es auch nicht mehr. Spielzeugauto. Du bist special. Wähle das Attribut, das verbessert werden soll. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück. Wir nehmen mal Intelligenz. Holzblock. Holzblock. Blastoidius Brettspiel. Blaue Tischlampe. Ich komme, Kumpel. So sieht's aus. Ich frage mich, was mit Sean bisher passiert ist. Wie er aussieht, wie alt er überhaupt ist. Weil wir wissen ja auch nicht, wann er entführt worden ist. So, hier haben wir noch was. Können wir auch mitnehmen. Und dann, glaube ich, sind wir auch in unserem Haus schon mal durch.